Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich. Ich rufe dich beim Namen. Schreitest du durch Wasser, ich bin bei dir. Gehst du durch Feuer, du wirst nicht versenkt, denn der Herr bin ich, dein Gott, der Heilige Israels, der dir hilft. Dieses schöne Wort des Propheten Jesaja, das wir heute Abend hören, da wir die zweite der 7 O-Antiphonen anstimmen, dieses Wort, das der Prophet nicht nur Israel, sondern uns allen ins Gedächtnis schreibt, ruft den Uranfang der Heilsgeschichte auf. Gestern, als wir O Sapientia, O Weisheit gesungen haben, hörten wir ein Stück aus der Weisheitsliteratur. Das biblische Buch, das diesen Namen trägt, Buch der Weisheit, rekapituliert die ganze Heilsgeschichte, um zu zeigen, wie Gottes Weisheit in allen einzelnen Schritten von Anfang an in Gottes Handeln sich zeigt. Vor allem in dem, was die zweite O-Antiphon stark ins Gedächtnis ruft, worauf Jesaja anspielt. Dass Israel überhaupt erst zum Volk wird, dass es sich aus den Nomaden-Sippen zu einem Volk bildet. Dass Gott die Not dieses Volkes sieht und aus dieser Not herausführt. Das Stichwort ist der Exodus. Der Auszug aus Ägypten, den Gott dadurch ins Werk setzt, dass er Mose erscheint im brennenden Dornbusch und sich zu erkennen gibt. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott, der die Not meines Volkes sieht und der herabsteigt, um zu retten und zu heilen, aus der Drangsal herauszuführen. Ich bin der Gott mit dem unaussprechlichen Namen, die man im Hebräischen mit 4 Buchstaben schreibt. Und um ihn nicht auszusprechen, nennt man Adonai, wie wir gleich singen werden. O Adonai, o Gott, nicht irgendein Gott, nicht irgendein anonymer Gott, sondern ein Gott, der die Not sieht, der dich geleitet durch Feuer und Wasser. Und von dem wir noch mehr sagen können. Denn so singt es unsere Antiphon heute Abend. Du Herrscher über Israels Haus, du bist Mose im brennenden Dornbusch erschienen. Und um dieses Volk wirklich zu konstituieren, das befreite Volk, gibt es Weisung Gottes. Schenkt Gott ihm sein Wort und ihm Wort sich selber. Im Gesetz der Tora, in jenem Bündnis auf dem Berg Sinai, von dem die Väter sagen, Christus ist dieses Gesetz, das neue Gesetz, ein Gesetz, an dem man nicht scheitert, das uns nicht jeden Tag neu zeigt, dass wir nicht fähig sind, es zu halten, Gott wirklich zu entsprechen in seinem Willen. Christus ist das neue Gesetz. Christus ist der Gott, der befreit. Christus ist der, der herausführt aus aller Not. Wir sehen in diesen Tagen immer wieder, wie eng theologisch der Zusammenhang ist zwischen Weihnachten und Ostern. Diese Antiphon, so könnten wir fast sagen, würde in die Osternacht passen. Jene Nacht der Befreiung. Jene Nacht, da die Feuersäule leuchtet über aller Not dieser Welt, über dem Todesdunkel. Ja, wir rufen nach diesem österlichen Befreier. Wir rufen nach dem, der die letzte Not der Menschen, den Tod, besiegt hat. Der uns geleitet in der Taufe, in den Strömen von Wassern durch alle Not und hineinführt in das Land der Verheißung. In dieses Land, das er neu aufschließt, von dem wir dann an Weihnachten singen werden, dass er uns das Paradies neu geöffnet hat. Ja, er, Christus, ist der Gesetzgeber und Befreier. Er selber ist das Gesetz, Weisung, Wort des Vaters, der Fleisch geworden ist, damit er zeigt, wie wir diese Weisung, wie wir dieses Wort leben können und dass es Menschen möglich ist, Gottes Willen zu entsprechen. Das hat seinen Preis, das weiß auch unsere Antiphon.
aber sie weiß um den kraftvoll ausgestreckten Arm, um den sie ruft. Dieser Arm, diese ausgestreckte Hand Gottes, es liegt an uns, sie in Christus zu ergreifen. Oh, meine Seele preist ihn.